Ich habe viel über die Finsternis nachgedacht. Sehr viel. Und nun weiß ich, dass ich selbst ein Vampir bin. Und auch Sie, lieber Zuhörer, sind ein Vampir. Ich frage mich, ob nicht jedes Dasein auf dieser Welt vampirig ist? Ja, natürlich. Denken Sie in Ruhe über das Ausmaß dieser Erkenntnis nach. Für mich gibt es kaum etwas, das mich mehr erschreckt. Willkommen zur Nacht, Ihr H.R. Giger. Berge, mir gefällt's in der Schweiz hier, muss ich sagen. Also ich möchte nirgendwo anders leben oder arbeiten. Man kann hier sehr gut Geld verdienen und wenn man einen normalen Beruf hat vielleicht. Für mich ist das etwas, ich bin da etwas isoliert zum Teil und man hat gewisse Schwierigkeiten. Vor allem, wenn man nicht Englisch spricht, dann ist man total verloren, habe ich das Gefühl. Und darum hätte ich eigentlich früher schneller Englisch lernen müssen. Das wäre weit besser gewesen, als da an der Kantonsschule in Chur Latein zu lernen und dann doch nicht anzukommen. Naja, also wir sind da eben auch in einer Bergregion und das ist in Gruyère, in meinem Museum, im Schloss Saint-Germain. Und da habe ich dieses Museum eingerichtet. 1998 war das eingerichtet. Ich habe das gekauft und habe das mit meiner Freundin da installiert. Sonst habe ich im Museum dann noch eine Ausstellung meiner Sammlung. Sachen, die mich immer fasziniert hatten, von anderen Malern. Und da habe ich eine ganz hübsche Anzahl von
diversesten Bildern, nicht unbedingt die ausschauen als wie meine Arbeiten, sondern einfach Sachen, die mich anregten und faszinierten. Und da ist eine schöne Zeichnung von Dado, den ich sehr bewundere. Das ist bei den Surrealisten, hat er sehr große, ist einer der besten von den Surrealisten, der Nachfolger der Surrealisten. Da und die beiden da auf der Seite. Dann habe ich da den Dieter Roth. Und dann ganz unten habe ich eine Gigerbar, eine neue, die sich ziemlich abhebt von der in Chur. Die ist da ganz auf das Haus bezogen. Hallo. Salut. Salut, salut. Oui. Ça va? Oui. Mais tu fais un peu une autre musique, oui. S'il te plaît. Bonjour. Okay. Ich wollte zuerst Musiker werden. Opa. Das hätte mir sehr gefallen, Musik zu machen und so. Und, aber ich habe gemerkt, ich werde es da nie weit bringen, weil ich zu spät angefangen habe. Es war leider, ist auch besser im Nachhinein. Ich habe eigentlich erst so an der Kunstgewerbeschule angefangen, Sachen zu machen. Und die dann eines Tages habe ich mich dann als Künstler gesehen, nachdem ich etwas verkauft hatte vor allem. Ich denke, das findet jemand anderen auch noch gut und der gibt jetzt so und so viel Geld für das. Und da war ich beeindruckt, das hat mir Mut gegeben, wieder sowas zu machen. Also das ist aber erst so mit 26 passiert oder so. Da war ich schon in der Kunstgewerbeschule praktisch fertig. Und da, ich habe dann die großen alten Meister gesehen und so, und ich habe mir niemals gedacht, dass ich irgendwie da auf dem Ding, das war komisch, und ich habe gedacht, das kann ja jeder machen, oder? Ich habe einfach versucht, als ich da zeichnete und modellierte, später habe ich versucht, Bilder zu kreieren, die ich eigentlich sehen wollte, aber die man nicht sehen konnte oder kaufen konnte oder so. Und dann habe ich gedacht, muss man es halt selber machen. Irgendwie, so als es geht. Und ich habe oft so im Kopf einfach, sehe ich totale verrückte Bilder. Es sind also keine Träume, es sind einfach so einfach wenn ich die Augen schließe oder irgend so, dann sehe ich manchmal etwas ganz Fantastisches, und das ist eine Architektur dahinter, meistens ein sehr komplizierter Aufbau. Das sieht so nach irgendeinem, ich weiß nicht, von wo das eine Architektur der Seele oder der, ich weiß es nicht. Und manchmal habe ich ein Bild oder so, das vielleicht ein Teil dieses Puzzle sein könnte. Ja, irgendwie faszinieren mich Berge schon. Also ich schaue gern irgendwo runter und ich habe gern Wildbäche oder ich weiß nicht. Also Berge geben mir schon sehr viel. Ich war immer in Flims zu Hause, nicht? Also in Graubünden. Ich bin selber nicht Bündner, ich bin Basler, aber mein Vater, der hatte in Chur eine Apotheke gekauft. Und so bin ich dann dort in Chur geboren worden und waren wir immer in Flims oben. Die Flimser konnten mir nichts mit derartiges aufweisen. Es ist überhaupt ziemlich schwierig, irgendein Schloss oder sowas zu bekommen. Das ist sehr selten, dass etwas zum Kauf aussteht und dann gerade noch so in dieser Lage wie das. Und die Produkte, die da aus den Kühen entstehen, ich meine, der Käse da ist hervorragend und weltberühmt. Und ich habe auch zum Teil, zum Beispiel, wenn sie unten die Lampe
anschauen in der Bar, dann sieht die aus, das ist eine Kombination zwischen zwei Alienköpfen und den Zitzen einer Kuh. Also, naja, also ich amüsiere mich gern mit so Sachen, wenn ich irgendwelche Kombinationen machen kann, aber das muss nicht unbedingt sein. Aber ich habe diese Landschaft gern, die ist so gesund und so und ist ein guter Gegensatz zu meinen Sachen, die für manche Leute krank wirken. Warum, weiß ich nicht, aber ich kann mir es vorstellen. Sie sind auch schwarz-weiß, wie jetzt. Die Natur habe ich meistens meine Arbeit mit schwarzer Tusche auf weißes Papier gezeichnet oder gespritzt und dann später ein bisschen Farbe verwendet, aber sehr wenig. Eigentlich ist alles monochrom, meine Arbeiten. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und am dritten Tag ist die Stadt im Erdboden gleich, nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streit. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen Morgen und man fragt, wie hat darin gewohnt? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür und legen in Ketten und bringen vor mir und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und da werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla! In Zürich, da war mal der Hugo Schumacher, ein Künstler, der so politisch engagiert war und der hatte eine Spritzpistole und ich habe den beneidet, weil der so schnell arbeiten konnte. Ich habe gerade zu diesem Zeitpunkt hab ich mit Öl mich versucht, ja. Und das Öl, das geht so lange und klebt und bis dann das wieder trocken ist und man da Übergänge gemacht hat. Das kann mit der Spritzpistole so, zack. Ein Übergang ist so etwas Leichtes. Und ich war dann bei dem zu Hause und wollte das lernen und so. Und er hat mir dann gesagt, wo man das kaufen kann. Und dann bin ich dann in dieses Geschäft gegangen und habe dort mir so eine Spritzpistole gekauft. Und habe dann das zu Hause ausprobiert. Und dann habe ich dann so kleine Sachen zuerst gemacht und dann wurde es immer größer. Ich habe dann die an die Wand getan und gedacht, ach, das wäre schön, wenn es jetzt da weiterginge und so. Und so habe ich dann eigentlich die ganze Größe der Wand in meiner Stube habe ich dann schlussendlich ausgefüllt. Es wurde immer größer. Und als der Hugo Schumacher dann mal meine Resultate sah, war er, Kopf vergessen, eifersüchtig. Der wurde sauer, weil er hat mir immer gesagt, ja, das, was ich da mache, ich habe 5 Jahre lang habe ich das studiert, um mit der Spritzpistole umzugehen. Ha? Und das macht mir nicht so schnell einer nach. Und das sind unabhängige Bilder, die alle mit der Airbrush gemalt sind. Ja, das sind also alles so Bilder, die sind vielleicht etwa 20, 30 Jahre alt zum Teil. Da hat jemand die Brustwarze geklaut, so ein Idiot. Da. Das war für Spieß.
Ja, gehen wir vielleicht darüber. Und das war von Species 2, das Plakat. Das war das Beste am ganzen Film. Der Film war schrecklich. Mit dem habe ich nichts zu tun. Aber das ist schön, weil das ist eine Holographie, die man von verschiedenen Dingen anschauen kann. Ich möchte da noch etwas zeigen. Ich habe da in der Wand drin, da beginnen wir einen Weg da hinunter zu treiben. Ein ganz in der Mauer drin. Das hört dort auf, nicht? Ich weiß nicht, das war mal ein WC oder was da. Und jetzt möchte ich, dass man da eine ganz steile Treppe runter macht. Und dort vorbei bis ganz runter. Und da möchte ich so eine Alien-Passage machen mit irgendwelchen Monstern drin. Das wird nicht schlecht. Ganz einen schmalen Gang, so ähnlich wie der Aufgang in der Pyramide, ja, in Gizeh, ja. Das da, das ist ein Trostkar, den ich gekriegt habe für den Film Alien, für Visual Effect. Wann ist das gewesen? 1980. Schon eine Ewigkeit her. Und dann bin ich zu dem Ding gekommen. Das ist eigentlich der erste Film, den ich gemacht habe. Also grosse Film für 20th Century Fox, der Alien. Und ich habe niemals erwartet, etwas rüberzukommen. Da bin ich sehr erstaunt, dass man mich gerade mit einem Oscar ausgezeichnet hat. Das hat einen grossen Einfluss gemacht auf meine weitere Arbeit. Teils gut, teils weniger gut. Jetzt gehen wir da, obacht, ist schon verreisen. Oh, Scheiße. Darf ich bitte, dass ich das zumachen? Ja, merci. Ich selber betreibe keine so Rituale, also irgendwelche Hexenzeugs oder so, mache ich nicht. So. Man könnte das meinen, weil in meinen Bildern drin, in den Spell, da hat es Situationen, diese Bilder habe ich kreiert, als ich mich sehr für Magie interessierte dort und als anfing, alles das zu lesen, Crowley und was der Himmel war, Eliphas Levi. Das ist eine Passage. Also das heisst, die habe ich früher einmal gemalt. Und im 73 habe ich beim Galerie Bischofberger 1973 hatte ich bei Bischofberger eine Ausstellung Passagen. Und das war dann, und das ist jetzt ein Abguss dieser Passagen. Es ist wie eine Riesenpforte, wo aller Großstadtmüll hingeht und dann, ja, und so empfand ich das wie ein Tor des Todes oder so, wo alles, was ausgedient hat, weggeht. So. Ja, der kleine Mann da, der ist sonst in der Gebärmaschine drin, das ist eine Patrone von diesen Gebärmaschine, das ist der Schnitt durch eine P38 dieser Pistole und das ist, habe ich dreidimensional angefertigt und das ist die Pistole leider, die habe ich auch gemacht, ist leider im Moment in Paris an der Ausstellung, die geht noch bis zum 6. März. Das ist der Alienschwanz in Bronze gegossen. Naja, mein Hauptwerk ist eigentlich in Zürich entstanden, in meinem Atelier. Da habe ich dann von 19, da bin ich eingezogen in Oerlikon am 70 und habe dann bis jetzt bin ich da drin und habe mich etwas vergrößert und so. Und
Ich habe mich da so eingerichtet, dass ich eine Art ein Lift an der Wand hatte, wo ich die Bilder heben und senken konnte, damit ich die großen Flächen, merci, dass ich die überall bearbeiten konnte. Und jetzt habe ich schon seit 1990 male ich keine Bilder mehr, es ist mir verleidet. Ich zeichne nur noch, ich mache einen Haufen Zeichnungen in Skizzenbüchern und die sind wichtig geworden. Und dann mache ich Skulpturen, wie die draußen ist, die Passage oder was auch immer. Da habe ich jetzt eigentlich nicht gerade viel, weil der Hauptteil ist in Paris von meinen Arbeiten. Zum Teil Leihgaben vom Museum, zum Teil Leihgaben von großen Sammlern in Zürich oder in Deutschland. Ich bin immer erstaunt, dass ich so viel Fans habe. Das habe ich gar nie gewusst, bevor ich dann plötzlich in Paris oder so die Massen da sehe, die da ankamen. Das war verrückt. Und wie die Leute zum Teil total über, wie soll ich sagen, die waren sowas von gerührt. Also jemand, der kam dort und hatte gesagt, er liebe meine Arbeit und er wäre so glücklich, dass da, und dann sind ihm die Tränen gekommen. Ich habe nicht mehr gewusst, was machen. Es war so herzig. Man sieht, ich habe so für Symbole habe ich eine große Vorliebe. Und diese Symbole, die mag ich mich erinnern, kommen mir immer mehr in den Sinn, wie ich sehr glücklich war, als ich irgend so ein Gegenstand in den Händen hatte. Ich habe das richtig gesammelt und das waren die unmöglichsten Dinge. Es waren also alle diese Symbole, die tauchen immer wieder auf, das habe ich bemerkt. Ich denke immer, warum kommt das und das auch immer so? Oder eben das laufende Blut oder die Tropfen, die da immer runterlaufen, wie man draußen bei der Passage gesehen hat, sind doch auch wieder so Bäche von Lack oder von entweder ist es Blut oder sonst was, was da runterläuft. Und dann hat ja mich der Fritz Billetter mal gefragt und ich habe dann das rausgefunden, dass das dadurch kam, dass ich im Kindergarten Marienheim, wo ich mal eine Zeit lang war, haben wir immer Christus vorgesetzt bekommen, der so, wir mussten beten und die Schwester hat uns immer das Antlitz Christi gezeigt, in verschiedenen Darstellungen von verschiedenen Künstlern, wo immer mehr oder weniger Blut von der Dornenkrone lief. Und die Schwester, wenn wir nicht brav waren, hat sie gesagt, ihr seid so böse, Christus muss so leiden wegen, schaut nur, so muss er leiden. Und dann war da das Blut, lief in großen Strömen über den Kopf. Und dann, wenn es wieder so in die Ferien ging langsam und dann hat er gesagt, jetzt geht's Christus besser. Jetzt seht ihr, da sind da nur noch ein paar Rinnsale. So was Verrücktes. Und das scheinbar, das Zeigen von denen hat mich dazu für die Faszination des laufenden Blutes oder Läufe von Farbe oder was auch immer es war, das hat mich fasziniert und so ist das dazu gekommen. Und wahrscheinlich liegen alle möglichen Dinge so etwas zugrunde. Manchmal denke ich, ich hätte einen Schutzengel. Das muss ich wohl haben. Ich bin schon so vielen Sachen, hätte ich sterben können oder so, wegen irgendwas. Und ich habe immer irgendwie ein verdammtes Glück gehabt. So muss so etwas wie ein Schutzengel existieren, scheinbar. Ich habe auch eine Figur so genannt, diesen Vogel, der da drüben über dem Ding ist, das ist der Guardian Angel. Der mit dieser Brust, wo so Saxophonklappen drauf sind. Ja. The Guardian Angel. Oh, hebt das echt? Scheiße, der Schnee da oben. Das gefällt mir nicht so. Seit ich dieses Schloss habe und so, muss ich, ja, das ist nicht einfach, das muss ich sagen. Ich habe mich nie dafür interessiert, was kostet und so. Ich habe immer alles gerade so gemacht.
Und die, obwohl links und rechts die Leute gesagt, pass auf, denn, das wird dann kosten, das ist ein Fass ohne Boden und baba und so. Ich habe immer gemacht, ohne zu rechnen, was wird das kosten oder was wird das, oder wird das laufen oder nicht laufen. Wenn mich was fasziniert hat, dann habe ich es gemacht. Sonst hätte ich all die Sachen gar nicht gemacht, wenn ich da ausgerechnet hätte, in was ich mich da stürze. Und dann wär nichts passiert. Also, ja. In Zürich, in meinem Heim, habe ich eine Bahn, nicht? Also im Garten, die ist nur jetzt etwas außer Betrieb. Aber hier im Schloss sollte es eine Bahn geben, die dann einem hinaufgeführt hätte in die oberen Räume. Und das wäre so eine Art Geisterbahn, aber natürlich etwas vielschichtiger. Und das wäre toll, aber das kostet zu viel. Wir haben mal da gesammelt und so, aber naja, also der Lift, der alle, dass die Wägelchen nach zu oberst bringt und dann fährt das die Räume ab. Und da hat es so irgendwie so Wände, die sich verschieben und so, wo man dann von dort aus die Sachen sieht und wo man drüber, rauf, runter und dann in den Turm zurück, wo das ein spiralmäßig an den Wänden entlang, im ausgehöhlten Turm da, nicht? Das wäre irre. Und dann alles mit Holografien, dass man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, das wäre schon toll. Aber eben, das kostet ziemlich viel, also 3 Millionen. Mit dem könnte man es machen, ja. Größtenteil. Aber jetzt bin ich mal zufrieden mit dem, was ich habe. Ich zahle immer noch dran.